So, good morning. Jasmin und ich sind schon unterwegs und heute werden wir ein paar schöne Sonnenaufgangsbilder machen. Delani schläft noch ein bisschen, aber wir sind auch noch ein bisschen zu früh dran. Laut meiner Sonnenaufgangs-App oder Sonnen-App soll in ca. 15 bis 20 Minuten die Sonne richtig schön hier hinter mir hochkommen. Und dann können wir hier schöne Sonnenaufgangsbilder machen, hoffe ich, dass es was Schönes wird. Ne? Die Frau ist motiviert. Du auch? Ja. Ich schläft noch, ne? Nicht. Außerdem habe ich mal ein Tripod dabei, also mein Stativ, um noch mal ein paar andere Fotos zu machen. Welche genau das sind, will ich euch dann später einfach mal zeigen. Und dann will ich euch auch zeigen, wie man die in Photoshop bearbeitet. Also wird spannend. Sonnenaufgang ist traumhaft, wie man sieht. Mega geiles Licht, richtig gut. Schon richtig geile Fotos gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall für jeden von euch, früh aufzustehen und früh am Morgen schon Fotos zu machen. Das ist einfach die perfekte Bedingung. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung mal den Namen der App, mit der ich hier Sonnenaufgänge und so weiter, also die Uhrzeiten, es geht da eigentlich tatsächlich nur um die Uhrzeiten, mir mal anzeigen lasse. Und da könnt ihr dann immer schön gucken, ab wann wirklich die Sonne Schatten wirft und wann man richtig schöne Gegenlichtbilder oder ab wann man schöne Gegenlichtbilder machen kann. Also eine richtig coole Sache. Und dann müsst ihr natürlich immer die Wetter-App im Auge haben, damit ihr schön sehen könnt, wann die Sonne aufgeht, beziehungsweise wann man einen klaren Himmel hat. Noch geiler wäre natürlich gewesen, wenn wir jetzt ein bisschen Nebel gehabt haben, aber man kann nicht alles haben. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice hier, was wir hier haben. Okay, an dem Punkt war der Vlog dann vorbei. Und zwar, weil ich immer mit dem 70-200 und dem 24-70 von Sigma hin und her wechseln musste, weil ich nur eine Kamera derzeit habe. Da muss ich mir auch nochmal irgendwas überlegen. Ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen, um mir für Vlogs einfach noch eine zweite kleinere zu kaufen. Eine kleinere Kamera, mit der ich dann halt nebenbei immer vloggen kann, während ich mit der ich mich jetzt gerade filme, die ganze Zeit schön Fotos machen kann. Trotz alledem will ich euch nicht vorenthalten, wie ich dieses Foto hier gemacht habe. Ich will euch einmal kurz zeigen, was man dafür braucht und wie das geht und dann, wie man das in Photoshop relativ einfach bearbeitet. Weil ich finde, es ist ein cooler Effekt, das sieht cool aus, ist mal was anderes als diese ganzen anderen normalen Pferdebilder, die man halt sieht. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal kurz und wir fangen damit an, was man dafür benötigt an Equipment. Ja, für so ein Foto braucht ihr eigentlich nur ein Stativ und eure Kamera. Das ist eine relativ einfache Sache. Mein Stativ hier ist von der Firma Rolei, ist nichts Besonderes, ein ganz einfaches 50 oder 70 Euro Stativ. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, weil ich mit diesem Objektiv sehr zufrieden bin. Und was ihr dann machen müsst, ist, ihr müsst zwei Fotos aufnehmen und zwar ein ganz normales Foto einfach nur, wo im optimalsten Fall euer Model oder eure Person einen Seil, einen Ast, eine Schnur, meinetwegen auch ein Stativ so schräg vor sich stellt, dass man hier unten halt eine schöne gerade Kante hat und hier oben auch eine schöne gerade Kante hat. So macht ihr dann das erste Foto und dann mache ich es immer wie folgt. Ich stelle an dem Objektiv von Autofokus auf Manuellfokus um, so dass der Fokus genau in dem Punkt bleibt, wo er quasi bei dem ersten Foto von der Person ist. Und auf Manuellfokus verändert er sich dann nicht mehr und bleibt genau dort.
Und da das Bild ja oder der Bildausschnitt genau derselbe ist, weil es auf dem Stativ steht, sage ich dann einfach der Person, in dem Fall halt Jasmin, geh bitte aus dem Bild. Dann habe ich nur den Hintergrund, mache noch ein Foto und dann zeige ich euch jetzt gleich, wie man die dann in Photoshop übereinander legt und ein bisschen wegbearbeitet, so dass es halt so aussieht, als wenn der untere Teil nicht vorhanden wäre. Eine relativ einfache Sache, ist aber ein richtig cooler Effekt, wie ich finde. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber an den Rechner und wir gucken da mal weiter. So, ich habe in Photoshop schon mal beide Bilder reingeladen, also einmal das Foto von Jasmin und einmal hier nur den Hintergrund. Und was ihr jetzt einfach machen müsst, ihr nehmt euch das Bild mit der Person drauf und zieht es euch von hier unten auf den Hintergrund quasi oder nur auf den Hintergrund hin. Dann könnt ihr noch mit Steuerung T, das ist bei mir jetzt schon passiert, das Bild angleichen, so dass es wirklich oder dass wirklich die zwei Bilder zu 100% übereinander liegen. Und jetzt müsst ihr noch hier unten eine kleine Maske erstellen. Und dann könnt ihr mit eurem Pinsel und mit dem schwarzen Vordergrund hier einfach drauf losmalen und so die Person aus dem Bild retuschieren oder ja, rausarbeiten. Ich mache auch den Hintergrund noch ein bisschen oder den Hintergrund an sich bearbeite ich auch noch ein bisschen. Und dann geht ihr einfach hier auf die oder an das Seil in dem Fall ran und arbeitet euch da ganz langsam dran entlang. Und umso ordentlicher ihr das natürlich macht, umso besser sieht es dann im Endeffekt aus. Ich stelle mir hier meistens die Härte auf so 70-80%, gehe dann relativ nah ran und arbeite mich dann Step für Step an dem Seil entlang, so dass ihr dann im Nachhinein ein schönes, ausgeschnittenes quasi Bild habt, was, wie ich finde, relativ einfach und relativ cool aussieht. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, also wie ihr seht, eine mega einfache Nummer, ist ein richtig cooles Tool und eine coole Bearbeitungsart und Weise, um richtig schöne Fotos zu machen. Und die sind ein bisschen was anderes mal, ist ein bisschen außergewöhnlicher. Und wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr hier wiedersehen auf diesem Kanal. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das am besten jetzt machen, um nichts mehr in Richtung Pferdefotografie zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, Peace, wir sehen uns am nächsten Sonntag. Ach ja, ein Daumen nach oben wäre natürlich auch eine coole Sache, freue ich mich immer drüber. Denn dadurch sehe ich, wie gut die Videos bei euch ankommen. Und ja. Wusstet ihr eigentlich, dass ich als Koch arbeite? Also was völlig anderes mache. Tatsächlich würde ich mir inzwischen wirklich, oder könnte ich mir das gut vorstellen, als, ja, ich weiß nicht, Webdesigner zu arbeiten. Irgendwie sowas in die Richtung, was ein bisschen kreativer ist und nicht ganz so, ja, ich will nicht sagen stupider, aber nicht ganz so langweilig wie das Kochen auf Dauer. Das wäre was Cooles. Aber ja, man kann nicht alles haben, ne? Wenn es danach geht, hätte ich auch gerne noch einen Sigma 135mm Objektiv und ach, eine cinematische Kamera, also so eine richtige Kamera, mit der man auch Filme drehen kann. Und unendlich vieles hätte ich noch gerne. Naja, genug gequatscht.